So, und es geht hier weiter. Akkusativ gegen Skeddy 12, Lifted Skull am Mike. Ich habe mich schon gefreut zu kommentieren. Ich wollte gerade eben schon, aber es hat sich aber nicht ergeben. Und jetzt bin ich für das Set hier auf jeden Fall da. Genau, eben auf jeden Fall reife Leistung beim Spielen. Dankeschön. Wir haben uns schon gefragt, das erste war ja noch One-Stock und ob Frech Fuchs vielleicht noch Adapted. Und dann kam auf einmal der Three-Stock im zweiten Match. Ja, auf Kasuya muss man sich einfach einstellen. Ne? Du kannst nicht einfach gegen den Kasuya einfach reingehen. Und dann brauchst du manchmal vielleicht ein bisschen, musst halt hoffen, dass er dich nicht einfach robbt. Genau. Hatten wir auch überlegt, so wie das ist mit Peach, weil jetzt so zum Beispiel dieser Approach, wo du floatest und Down-Air machst, da kann er natürlich immer schön die Electric Wind Block Fist machen. Ja, genau, sowas. Das sind so Adaptations, die man halt machen muss. Mehr mit Turn-Up spielen, ein bisschen die Plattform nutzen. Oh, schöner erster Stop. Ja. Akkusativ. Akkusativ. Der ist, glaube ich, er meinte, er wäre Fünfter in... Oh, no! Er wäre Fünfter in Flensburg geworden. Oh, wirklich? Ja, ja. Und war so ein bisschen bummed out, dass er bisher alles verloren hat. Aber noch ist ja alles offen. Erstens, wir haben Silver Bracket und zweitens, es sieht gar nicht so schlecht aus gegen Skeddy. Ja, vor allem, das ist Skeddy smart. Wir wissen, der ist nice. Ja. Der ist auf jeden Fall nicht leicht zu nehmen. Er hat einfach mit Marth ein Turnier hier gewonnen. Einfach aus dem Nichts auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, man sagt ja immer, Snake-Spieler, die haben keine Pundies, ne? Das ist bei Snakes so ein spezieller Charakter, aber das ist ja auf jeden Fall der Beweis für das Gegenteil bei Skeddy. Ja, der ist halt auch schon echt ein Spieler, der lange aktiv ist, schon mit Brawl und da auch schon tatsächlich so die gleichen Charaktere gespielt hat, also Snake, Marth und dann vielleicht noch so ein paar andere, aber ja, ist so praktisch bei seinen alten Charakteren geblieben. Nur den Luigi gedroppt, der Luigi aus Smash 4. Ja, und jetzt gerade komplett even. So wollen wir es sehen. Okay. Last Stock. Ja, ich bin mir nicht sicher. Marth kann natürlich sogar den Kill zu bekommen. Bei so einem großen Charakter, der lebt lange, wenn er dann keinen ordentlichen Tipp an der Seite bekommt, könnte das schon schwer werden, wenn man jetzt mal von den Confirms absieht. Ja. Okay. Ja, ich glaube, Akkusativ muss vor allem. Oh! Oh, schön! Oh. Er muss vor allem offstage aufpassen, weil. Ja, gerade mit dem Angle kann ein Charakter wie Marth ihn easy gimpen, wenn er in eine schlechte Position kommt. Oh, schön und akkusativ. Reverse Edgeguard. Sauber. Kann man mal für gehen, ne? Ich meine, was hat man zu verlieren, ne? Ja, sauber. Okay, guck mal, akkusativ hier gerade mit dem ersten Game gegen seinen Second Seed aus dem Pool. Mhm. Also richtig starke Leistung. Das muss man erstmal machen, da den, so ein bisschen ruhig zu bleiben, ne? Also starke Leistung hier gerade von Akkusativ. Und wir gucken mal, ob Skeddy bei Marth bleibt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wie gesagt, er hat den Snake, ne? Es ist ein Best of Three. Also wenn er jetzt schon Tryhard gehen möchte, dann sollte er das jetzt auf jeden Fall tun. Aber ich bin gespannt, ich bin gespannt. Vielleicht zieht er auch mit Marth durch. Ja. Ja, an sich, also er hat wahrscheinlich, ist da irgendwie, sieht so aus, als ob da irgendwelche Stickdrifts waren. Ja, ja. Oder irgendjemand gerade irgendwie reindaddelt. Hm. Was machen die da jetzt? Ja, okay, also die wollen wahrscheinlich den Charakter, den Controller rauswerfen. Achso, ja, hatte ich bei meinem Set gerade auch, da connecten sich die ganze Zeit Pro-Controller. Also ja, das nervt passiert. Halt. Muss man leider drauf achten, leider hat Nintendo was ganz Leichtes vergessen, zwar einfach einen Ausknopf. Ja. Bei einem Controller, der, egal wie er liegt, einfach einen eingedrückten Knopf hat, da brauchst du einen Ausknopf. Einfach. Wenn es jetzt Probleme mit dem Controller gibt oder einer disconnected, wie ist es geregelt hier bei NITS? Ja, grundsätzlich, muss man halt gucken, wie die Situation ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel in einer wichtigen Situation ist, muss man vielleicht auch einfach einen Stock zurück praktisch. Also nochmal das Ganze praktisch reenacten. Mhm. Einfach damit die Fairness gegeben ist. Aber wie gesagt, das ist halt sehr abhängig einfach von der Situation. Also mache ich das meistens relativ spontan und meistens kann man den Spielern das auch überlassen. Also bisher hatten wir es noch nicht so, dass da zwei irgendwie widersprüchlicher Meinung waren. Meistens ist das dann relativ klar, was gemacht werden sollte. Auf jeden Fall. Und wir sehen tatsächlich den Snake. Okay, es sieht schon, der ist dort. Aggressiv. Und das ist natürlich jetzt ganz schwer, gegen Snake zurück mit so einem Heavy Character. Ja. Jetzt könnten halt die Granaten ziemlich brutal sein.
Und Skeddy auch auf jeden Fall mit Erfahrung gegen King K. Rool, weil wir einen King K. Rool in der Crew hatten oder beziehungsweise so in der Lübecker Crew. Der ist dann nach Schwerin gezogen und jetzt zieht er zurück nach Lübeck. Oh, ja, okay. Es ist Zeit. Er ist back. Ja, er ist back. Und das ist so der heftigste King K. Rool-Spieler überhaupt, weil der liebt diesen Charakter und der lebt diesen Charakter so sehr. Das ist das Beste. Das ist das Beste auf jeden Fall. So, ja, wir sehen auf jeden Fall so alle Brawl-Tricks von Skeddy. Also man merkt bei ihm auch total, dass er Brawl gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Also das dann teilweise weniger mit Confirms als mit Reads, also sehr, sehr Read-abhängig. Jetzt zum Beispiel das mit dem Downthrow, ja. Ja, der Brawl halt ein Spiel, wo man nicht so oft lange Strings oder Conversions bekommt. Ne? Da muss halt ein Read, aber 100% muss halt sitzen. Ja, genau. Und das sieht man auf jeden Fall. In Brawl hat man halt auch diese Air-Dodges auf dem Boden. Mhm. Also du Air-Dodge, dann fällst du auf den Boden, du hast kein Lag. Ja. Sowas muss man erstmal punishen und deswegen sind die sehr akkurat, was Punishen angeht. Oh! Also Landing Punish. Oh, oh, da ist der Spike. Schön, den sieht man gerne hier von K. Rool. Das ist so wichtig gegen Snake, so ein Early Kill zu bekommen. Snake ist schwer. Ja, die Recovery hat eine lange Range. Oh, oh. Ich sehe da eine Combo. Ja. Snake auf jeden Fall schwer zu cheesen, aber es spielt ja momentan dieses Stock ganz gut. Skitty muss zusehen, dass er das Tempo vom Spiel wieder ein bisschen rausnimmt. Akkusativ, aber schon echt auch clean. Oh, schön gemacht von Skitty. Das macht er gut auf jeden Fall. Wie gesagt, der erste Stock, das war unglücklich. Ja. Und? Überlebt? Ja. Schön abgewartet von Skeddy für die Invincible Frames hier wegen der Krone. Bald sitzt der Downthrow confirmed. Oh, okay. Schön. Und guck mal hier. Das ist jetzt Max Rage K. Rool. Sehr early stock. Der war bei 80. Oh, oh der Update. Okay. Ja, Skeddy mit dem Klassiker. Ja, ich denke, wir sehen hier direkt einen Repeat. Safe. Okay. Also, mal schauen, vielleicht wird ja noch eine andere Stage gepickt, wer weiß. Also wenn wir jetzt den SD am Anfang rausnehmen, das war immer noch gut gespielt, trotz des so anderen Charakters. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, das könnte jetzt immer noch, es könnte immer noch spannend werden. Safe, auf jeden Fall. Also da darf man niemals ausschließen, dass Akkusativ das Ganze hier holt und den Upset auch wirklich holt. Der erste, naja, da hat Skeddy halt praktisch nicht erwartet, dass dieser Spike kommt. Aber eben in einer Situation wie dieser, ja, bin ich mal gespannt. Also Snake ist einfach auch ein Charakter, den man gimpen kann. Safe. Ja. Man muss halt nur, also Snake, ein Charakter, der meistens high recovern möchte. Ah, die Musik auf der Stage. Damn. Okay. Oh, okay. FD. Interessant. Ja, finde ich tatsächlich auch interessant. Wahrscheinlich einfach, damit da keine Plattformen sind. Damit hier dieses Game von K. Rool halt auf einer Ebene stattfinden kann. Kann ich schon sehen. Man muss aber dazu sagen, Skeety mag FD. Ja, so ein Personal Favorite? Ja, genau. Also generell, die ganzen Lübecker, die spielen einfach gerne FD. Ah, okay, alles klar. Und da ist die Heavy Armor von K. Rool. Die aber eben gerade einen Crack bekommen hat. Darf man nicht vergessen. Er kann auf andere Arten des Shield-Break werden auch. Okay. Und zwar gut gedacht. Er hat den Update erwartet, aber... Okay. 93 aus Snake. Schöne Super-Armor. Kommt er durch. Schön. Der Early Lead jetzt gerade für Skeety, aber das ist alles noch sehr offen. 111% ist für K. Rool nichts. Einmal den Kassierer offstage, dann die Back Air vielleicht. Ich muss langsam den Stock finden. Und da ist die Abwehr. Schön. Ohne Krone. Okay. 85% ist okay. Ja, man darf nicht vergessen, dass... Oh no. Das ist nicht der Bauchnabel, was da so blinkt. Er hat dafür ein Setup, 100%. Ah, okay, er vermisst es. Ich glaube, die ist auch gar nicht mehr da. Ja. Oder? Ja, er hat sie gerade hochgejagt. Okay, Ru aber nicht gestorben. Ah. Oh. Okay, Dash Attack. Bleibt spannend. Ja, auch die Nikita, okay. Okay, jetzt hat Bliss ein bisschen, so 40% weniger als beim ersten Stock noch. Schön. Aber immer noch spannend gerade. Auch aggressiv, also Skeety ist gerade schon super serious unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden sieht, man, Fall sieht man selten in Pools, dass er schon so serious unterwegs ist. Ja, er möchte das hier direkt holen. Okay. Oh, da wollte er schon wieder. Ja. Das wäre es gewesen, auch das Setup. Er wollte das Ganze hier beenden.
noch für eine VHR, solange noch ein Stock übrig hat. Ah ja, ich glaube, ich muss das einfach ausspielen. Oh. Smash. Oh, ja. Klingel mit Hickpress von der Back Air. Jetzt im Moment hat er noch einen Stock zu sparen, ne? Also er darf aggressiv schön sein. Oh. Wieder die Super Armor. Er geht raus zu ihm. Ja, schön, das Spike. Und das ist der dritte Spike in diesem okay Set. Okay. Jetzt muss er kommen. Jetzt hat er die Chance. Skadi schaltet komplett auf Defensive. Weiß hier nicht so ganz, wie er durch dieses aggressive Projectile-Game ist auch kommt von Akkusativ. Das Match, das habe ich noch nie gesehen. Oh, der Uptilt. Er wartet darauf, ja. Oh, da ist Uptilt, ja. Auf jeden Fall. Hat er nur auf das Rolling gewartet, genau. Ja. Starkes Set. Ja. Also, starkes Set an dem Punkt, wo ich dachte, so, ja, das wird wahrscheinlich Wash. Mhm. Aber überhaupt nicht. Akkusativ richtig gut gespielt.